So, heute montieren wir eine Neromax-Antenne für den CB-Funk. Hierzu nehmen wir das Anschlusskabel, lassen es hängen und setzen wir die Spule über den Masten. Nehmen wir diesen Mastclamp hier, der hat unten ein Loch, ziehen das dünnste Element raus, stecken den Mastclamp drauf und ziehen die Antenne so lange hoch, bis die Kondensatorbox kommt. Wichtig ist, dass das Kabel immer schön gerade und nicht aufgewickelt hochgeht. So. Dann hat es hier einen Anti-Slide-Gummi, spannen das ganz leicht, schauen nochmal hoch, ob nichts verdreht ist. Dann ziehen wir das mit dem Band hinten an. Ziehen es hoch, 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 bis die Spule hochkommt und wir hier unten wieder die SO259-Buchse haben. Dann fixieren wir das Antennenkabel. Hier sind spezielle Spiegellängen im Angebot. Und ziehen es fest. Wir sehen, die Antenne hat 50 Ohm und kaum Reaktanzen. Im Moment ist sie bei 27,085. Megahertz. Die Zenterfrequenz wird aber mit dem Hochziehen des Masten noch steigen. Also die Antenne ist tariert auf die Mittelfrequenz 27,205. Das wäre Kanal 20. Wie wir jetzt sehen, ist die Frequenz gestiegen. Wir haben im Moment 27,25. Und ein S wäre immer noch von 1,0. Ich habe da ein bisschen Problem mit Lichtreflektionen auf dem Messgerät. Also wunderbare Daten. Und wenn man sieht, sie geht also bis 28,5.